Ja, lieber Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Und ich bin begeistert, wie viele hier zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Ich möchte Ihnen in den nächsten 25 Minuten einen kurzen Überblick über die Studienlandschaft bei der ALS geben, was alles andere als ein einfaches Unterfangen ist. Aber vielleicht als Take-Home-Message bereits von vornherein möchte ich Ihnen damit vielleicht auch Hoffnung machen, dass in diesem Bereich wirklich sich momentan sehr viel tut. Wenn wir uns mal die Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Thema anschauen in den letzten Jahren, dann sehen Sie, mal angefangen hier aus den 60er Jahren bis in die 80er Jahre, da gab es fast gar nichts zu Studien bei der ALS. Und seit der Identifikation der ersten genetischen Ursachen der ALS Anfang der 90er Jahre und der Zulassung des ersten Medikaments, des Riluzols, ist diese Kurve exponentiell angestiegen. Und hier haben wir dann die Zulassung eines zweiten Medikamentes zumindest in einigen Ländern gesehen. Und ich möchte diese Kurve vielleicht einfach so interpretieren, dass sie in Zukunft auch noch weiter ansteigen wird. Und ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen kann, dass es sehr viel gibt, was momentan in der Pipeline ist. Trotzdem kann man sich fragen, von all diesen Medikamenten, die Sie hier auf der linken Seite sehen, die habe ich jetzt mal aus verschiedenen Publikationen zusammengetragen, so eine kleine Auswahl, die bereits in klinischen Studien getestet worden sind. Warum gibt es so wenige Medikamente, nämlich genau diese zwei, und eins ist bei uns gar nicht zugelassen, das Edaravone. Warum gibt es nur so wenige, die es hier drüber schaffen? Das heißt, es sieht so, wenn man es plakativ ausdrücken mag, aus wie so ein Tal des Todes. Hier auf der einen Seite stehen die Entwickler, und wenn sie eine Substanz hier rüber schicken, dann landen die meisten hier unten, schaffen es nicht beim Patienten. Warum ist das eigentlich so? Warum versagt hier die Translation? Und ich möchte, das wäre sehr, sehr zu kurz gegriffen, das jetzt sehr umfassend zu besprechen, aber eine der Ursachen davon ist sicherlich, dass wir nicht genau verstehen, was die ALS eigentlich pathophysiologisch ausmacht. Es ist sicherlich nicht eine Erkrankung, die eine Ursache hat, und hier auf diesem Dia sind ein paar der Ursachen abgebildet, von denen wir ausgehen, dass sie bei der ALS eine Rolle spielen. Also beispielsweise hier sind die langen Fortsätze abgebildet der Nervenzellen. Sie wissen, dass die Nervenzellen, die bei der ALS, die Motoneurone, wie heute schon erwähnt, im zentralen Nervensystem sitzen, aber das sind ganz, ganz kleine Strukturen von wenigen Mikrometern, und dann setzen die aber Fortsätze aus, die über einen Meter lang sind. Stellen Sie sich mal vor, wie so eine Pipeline, die über Kilometer oder tausende Kilometer läuft. Da gibt es natürlich viele Sachen, die so eine Pipeline angreifen können, und diese axonale Degeneration, mit der wir uns auch beschäftigt haben, ist sicherlich ein wesentlicher Faktor hier. Aber es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Verklumpen bestimmter Proteine, das Hineinwandern von bestimmten Ionen in Zellen wie das Calcium, was die Nervenzelle zugrunde richten kann, und letzten Endes auch andere Zellen, die um das Neuron herum sitzen, wie zum Beispiel Mikroglia oder Astrozyten, die hier dazu beitragen können. Und wenn man da mal in dieses Schema allein nur die beiden Medikamente einträgt, die jetzt zugelassen sind, das Riluzol und das Edaravone, dann sehen Sie, dass diese Medikamente zwei dieser pathophysiologisch wichtigen Aspekte adressieren, aber weitaus nicht alle. Und es wundert deshalb nicht, es wundert vielleicht sogar umso mehr, dass diese Medikamente es geschafft haben, diese Erkrankung zu beeinflussen, obwohl sie nur Teile dieser Erkrankung pathophysiologisch beeinflussen. Ein anderer wichtiger Punkt ist sicherlich, dass viele dieser Medikamente, die wir hier sehen, ursprünglich in einem Lebewesen getestet worden sind, was manchmal hier vor dem Spiegel sitzt und sagt, ich sollte aussehen wie ein Mensch, aber ich bin kein Mensch, ich bin eine Maus. Und die meisten dieser Medikamente sind eben in Nagetierstudien untersucht worden. Und Sie wissen alle, eine Maus hat eine Lebenserwartung von etwa 2 Jahren, ein Mensch um das Vielfache. Und auch eine Erkrankung, die wir bei der Maus abbilden, die so ähnlich aussieht wie eine ALS, und auch wenn wir davon sprechen, es ist ein ALS-Mausmodell, ist sicherlich keine ALS, wie wir sie sonst bei Patienten vorfinden. Und eine andere Schwierigkeit, die heute auch schon ein paar Mal angesprochen worden ist und gerade auch in der letzten Diskussion gut angesprochen worden ist, ist die Tatsache, dass wir heutzutage alle Patienten mit einer ALS in einen Topf werfen. Und in diesem Topf gibt es dann verschiedene Patienten, die alle die gleichen Pillen bekommen.
Beispielsweise haben wir jetzt diese Diskussion gehabt über den Einsatz von cannabinoidhaltigen Präparaten und es ist eine Diskussion für alle ALS-Patienten. Aber Sie haben gerade in der Diskussion gehört, es gibt manche, die gut darauf ansprechen, manche, die nicht gut darauf ansprechen. Und wenn wir uns klinische Studien zu diesem Thema anschauen, dann werden die in der Regel an der Gemeinheit der ALS-Patienten durchgeführt. Und das führt dann auch dazu, dass wir einige Patienten haben, die gut darauf ansprechen, andere nicht so und andere vielleicht sogar Nebenwirkungen haben. Viel wichtiger wäre es für uns herauszufinden, welche Patienten sind denn eigentlich diejenigen, die auf die blaue Pille ansprechen, welche eher auf die grüne und welche vielleicht auf keine von beiden, sondern die brauchen ein ganz anderes Medikament. Und so weit sind wir momentan noch nicht. Wir arbeiten selbst daran und haben jetzt in den letzten Jahren ein großes EU-weites Konsortium dazu etabliert, um aus Daten von Patienten, aber auch in Bezug mit Tiermodellen, verschiedene Subgruppen von Patienten zu identifizieren. Wir wollen diese Daten auch anderen Wissenschaftlern zugänglich machen, um daraus neue Biomarker, darüber haben wir schon gehört, das Neurofilament ist ein solcher Biomarker, aber auch neue therapierelevante Signalwege zu identifizieren, die zur Entwicklung von neuen Medikamenten beitragen könnten. Nun, wie kommen neue Medikamente zum Patienten? Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, vor allem für die großen Pharmafirmen aus ihren eigenen Laboren neue Substanzen zu synthetisieren. Und da fängt man mit vielen tausenden Substanzen an, dampft die dann ein auf Wirkprofile. Und diese Substanzen werden dann zunächst einmal in präklinischen Studien, an Tierversuchen, an Zellkulturen überprüft. Und irgendwann gehen sie dann das erste Mal zum Menschen in einer Phase 1-Studie, wo erst einmal an gesunden Probanden getestet wird, ist diese Substanz verträglich? Ist sie überhaupt ungiftig? Das ist auch in der letzten Diskussion angesprochen worden. Denn das Wichtigste, was wir wollen, ist eine Substanz nicht nur zuzulassen, die eine Wirksamkeit hat, aber sie soll vor allem nicht schaden. Das heißt, das muss in einer Phase 1-Studie an gesunden Probanden und später dann auch an Kranken, an Patienten nachgewiesen werden. Und erst dann, wenn man hier auch Hinweise darauf hat, dass es vielleicht auch einen Hinweis auf eine Wirksamkeit gibt, in eine Phase 3-Studie gehen, wo man tatsächlich dann an Kranken nachweist, ob diese Substanz eine Wirksamkeit hat. Und auch dann ist dieses Verfahren noch nicht zu Ende. Auch nach der Zulassung gibt es Studien, die an einer noch viel größeren Population untersuchen, wie sieht es denn jetzt außerhalb von Studienbedingungen aus, wirkt diese Substanz auch da noch? Das ist etwas, was Wissenschaftler in einem Setting der Universität kaum durchführen können, weil es einfach die Zeit und auch die Kosten dafür nicht zur Verfügung stehen. Diese Pipeline, wenn man sie ganz von Anfang bis zum Ende durchexerziert, dann kann man so im Schnitt rechnen, dass das etwa 12 bis 15 Jahre dauert für ein ganz neues Medikament und über 1 Milliarde Euro verschlingt. Also ein Budget, was wir ganz sicher so nicht haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, und da werde ich Ihnen auch Beispiele heute zeigen, bekannte Medikamente für einen neuen Zweck zuzulassen. Und zwar Medikamente, die bereits auf ihrer Sicherheit getestet worden sind, aber in einer ganz anderen Erkrankung und dann für eine neue Erkrankung hinsichtlich der Sicherheit und Verträglichkeit getestet werden und auch dann die Wirksamkeit bestimmt wird. Und eine solche Gruppe der Medikamente werde ich heute auch ansprechen, aber ich fange erst einmal an mit einer neuen Gruppe von Medikamenten, die in den letzten Jahren tatsächlich Furore gemacht hat. Das sind die Antisense-Oligonukleotide und Thomas Meyer hat es heute ja schon ganz kurz angesprochen. Im Bereich der SMA gab es da eine regelrechte Revolution in der Behandlung von Patienten. Und sowas zeichnet sich möglicherweise auch bei der ALS ab, zumindest für bestimmte Formen. Was sind diese Antisense-Oligonukleotide? Sie wissen, dass unsere ganze genetische Information, die im Prinzip für jeden einzelnen Eiweißbaustein in unserem Körper kodiert, in der DNA gespeichert ist. Und diese DNA, die haben wir in jeder Zelle, aber wir haben sie eben auch nur als eine Kopie, wie eine Bibliothek, die da liegt. Und wenn wir neue Bausteine davon abschreiben wollen, dann müssen wir Kopien daran herstellen und die in die Produktionsfirma bringen. Und diese Kopie, das ist hier diese mRNA, diese mRNA, die wird aus dem Zellkern herausgeschleust und die kann manchmal fehlerhaft sein. Bei manchen Patienten, die vor allem eine familiäre Form der ALS haben, kann diese RNA Fehler beinhalten und damit wahrscheinlich auch zur Erkrankungsausprägung führen. Und nun gibt es den Ansatz,
zwar nicht die DNA zu verändern, aber diese fehlgeschriebenen Kopien insofern unschädlich zu machen, indem man einen zusätzlichen komplementären Strang hier hinzugibt, der sich da dran legt und dann die Abschrift dieses fehlerhaften Stranges in ein Eiweißmolekül verhindert. Das ist das Prinzip der Antisense-Oligonukleotide und das ist selbstverständlich nur dann möglich, wenn wir wissen, welches fehlerhafte Eiweiß hier hergestellt wird. Eine der Firmen, die sich hier besonders verdient gemacht hat, ist Biogen. Die führen momentan mehrere Studien zu diesem Thema durch und es ist heute auch schon mal angeklungen, dass die erste Mutation, die man bei ALS-Patienten gefunden hat, die SOD-Mutation, hier ein Ziel darstellt und das ist das sogenannte Tofersen. Auch nur mal als Prinzip, wie diese große Firma hier das Tofersen eigentlich entwickelt hat. Es ist eigentlich eine Entwicklung einer kleineren Firma, aber irgendwann mal hat es da ein Interesse gegeben und diese größere Firma Biogen hat dieses Molekül übernommen und jetzt auch weiter in größeren Studien untersucht. Und dieses Tofersen ist ein Antisense-Oligonukleotid gegen die SOD1. Es muss in das Nervenwasser appliziert werden und es gab hier eine Phase-1-Studie mit 50 Teilnehmern, bei der man in immer größeren Dosierungen dieses Medikament appliziert hat und sich angeschaut hat, was passiert denn eigentlich mit dem Eiweiß. Und in der Tat konnte man zeigen, ja, das Eiweiß wurde immer geringer, je mehr man von diesem Medikament dosiert hat. Und die Applikationsform ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir heute von dem Spinrasa bei der SMA haben, bei der spinalen Muskelatrophie. Also es muss direkt über eine Lumbalpunktion appliziert werden. Aber was das Spannende an der Studie gewesen ist, man hat sich nicht nur angeschaut, was mit dem Eiweiß passiert ist, denn das interessiert uns eigentlich nur sekundär. Wir wollen wissen, hat es auch dem Patienten geholfen? Und auch wenn es nur eine kleine Studie gewesen ist mit sehr wenigen Patienten, ist es so gewesen, dass man einen Hinweis darauf sehen konnte, dass der ALS-FRSR, das ist der Score, den Professor Mayer heute schon vorgestellt hat, als Ausdruck der Abnahme der Funktion bei der Erkrankung hier deutlich stabiler geblieben ist. Wohlgemerkt Patienten, die an dieser genetischen Form der Erkrankung leiden. Und das hat die FDA dazu bewogen, der Firma das grüne Licht zu geben, eine Phase-3-Studie durchzuführen, die momentan auch rekrutiert, um das Tofersen dann bei einer größeren Gruppe von Patienten zu evaluieren. Und hier erwarten wir sicherlich in den nächsten Jahren interessante Ergebnisse, die auch dazu führen könnten, dass Tofersen bei dieser kleinen Subgruppe von Patienten zugelassen werden könnte. Ein ganz ähnliches Konzept verfolgt Biogen auch mit einem anderen Oligonukleotid. Sie wissen vielleicht, dass SOD-Mutationen zwar die erste Mutation, die man als Ursache für die ALS identifiziert hat, aber es ist bei weitem nicht die einzige, mittlerweile gibt es viele, viele mehr, aber die Mutation, die mittlerweile hier die größte Kugel, quasi den größten Raum bekommt, ist die C9orf72-Mutation. Und diese Patienten, wir haben es gerade heute Daten gesehen aus Ulm, ich glaube 35% aller familiären ALS-Patienten, diese Patienten würden sich ebenfalls für so eine Antisense-Oligonukleotid-Therapie eignen und auch hier gibt es eine Studie, wo man diese Substanz in erhöhten Dosierungen untersucht hat und hier hat auch wieder Biogen mit einer kleineren Firma, mit Wave Pharmaceuticals zusammengearbeitet und das der Clou bei dieser Substanz ist hier, dass die eine chemische Struktur gewählt haben, die eine besondere Stabilität für diese Antisense-Oligonukleotide gewährleistet und die konnten hier zeigen, dass es sich eben auch im Rückenmark und in Nervenzellen tatsächlich auch nachweisen lässt. Ob das tatsächlich bei den Patienten zu einer Verbesserung führen wird, das ist noch absolut ungeklärt. Ich möchte Ihnen noch ein anderes Konzept vorstellen, einfach um Ihnen auch zu zeigen, dass man auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen versucht, hier die Erkrankung zu beeinflussen. Einen sehr interessanten Weg von der gleichen Firma von Biogen, die aber hier wiederum mit einer dritten kleinen Firma zusammengearbeitet hat, bietet sich bei diesem Molekül, was jetzt unter dem Namen BIB100 vermarktet wird oder identifiziert wird. Und zwar ist es so, ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt den Zellkern, wo die genetische Information enthalten ist, aber es werden auch Eiweißbausteine vom Zellkern nach außen und vom Zytoplasma in den Zellkern transportiert.
Und es scheint so zu sein, dass bei der ALS dieser Transport von bestimmten Eiweißbausteinen gestört ist. Und dieses kleine Molekül ist ein Molekül, was diesen Transport wieder positiv beeinflussen soll und blockiert hier den Export von pathologischem Eiweiß und wird momentan in einer Phase 1-Studie ausschließlich in den USA an 40 Teilnehmern getestet, mit dem Ziel, erst einmal zu schauen, ist es sicher und verträglich. Und wenn das tatsächlich dann der Fall ist, dann kann man das auch hinsichtlich der Wirksamkeit untersuchen. Sie sehen also, es sind schon mal drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Erkrankung zu beeinflussen, alles drei Möglichkeiten, die wir bisher noch gar nicht hatten. Dasselbe gilt auch für das Arimoclomol. Das ist eine Substanz, die schon ziemlich lange in der Untersuchung ist. Das Arimoclomol ist ein Koinduktor eines Chaperons. Was ist das denn? Also ein Chaperon ist ein Eiweißmolekül, was andere Eiweiße, die fehlgefaltet sind, wieder zurückfaltet. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, wenn Sie jetzt das Hühnereiweiß sich vorstellen, wenn Sie ein Ei aufschlagen, dann ist das Hühnereiweiß durchsichtig. Und dieses Hühnereiweiß legen Sie auf eine heiße Herdplatte und es gerinnt. Es wird weiß und nicht mehr durchsichtig. Es ist aber noch das gleiche Hühnereiweiß. Und so ähnlich kann man sich das für viele Eiweiße vorstellen, die auch bei neurodegenerativen Erkrankungen verklumpen. Und auch bei der ALS wissen wir, dass es da Eiweiße gibt, die eine ähnliche Verklumpung durchmachen. Und diese Verklumpung wird durch ein anderes Eiweiß, dieses HSP70, wieder etwas rückgängig gemacht. Und Arimoclomol hilft dabei. Das ist eine Substanz, die hat man bei Mäusen getestet und hat da gesehen, ja, tatsächlich diese Mäuse, die eine SOD-Mutation haben, die bei vielen ALS-Patienten auch in familiären Formen nachgewiesen worden ist, die leben länger und denen geht es auch besser. Und deshalb gab es hier eine Studie aus der Arbeitsgruppe von Michael Benatar aus Miami, der hier in einer Phase 2-Studie Patienten mit einer SOD1-Mutation eingeschlossen hat. Und das ist schon eine bemerkenswerte Sache, weil, wie ich schon sagte, also die ALS ist eine seltene Erkrankung. Aber wenn man innerhalb dieser seltenen Erkrankung auch noch eine sehr seltene genetische Untergruppe suchen muss, dann sind diese Patienten ja nicht alle an einem gleichen Zentrum. Das heißt, was er gemacht hat, ist im Prinzip 36 Patienten in den ganzen USA zusammenzusuchen und diese dann zu behandeln. Und das ist allein schon eine Meisterleistung, diese Patienten zu finden. Und weil diese Patienten natürlich nicht alle an den Orten wohnen, wo diese Behandlungen durchgeführt werden, haben die mit dieser Studie auch eine Infrastruktur aufgebaut, bei den Patienten zu Hause bestimmte Sachen zu analysieren, damit die nicht in ein Zentrum kommen müssen. Die USA ist ja geografisch noch mal viel weiter. Das heißt, da kann es schon sein, dass die Patienten hunderte von Meilen reisen müssen, bevor sie an ein Zentrum kommen. Und das ist auch etwas, was sie in dieser Studie nachgewiesen haben, dass die das machen können und konnten hier zeigen, dass es zwar nur sehr moderate Effekte auf das Überleben gab, aber diese Substanz gut verträglich gewesen ist. Und die FDA, also die Zulassungsbehörde in den USA, hat deshalb die entsprechenden Kollegen aufgefordert, eine größere Studie durchzuführen, die durchgeführt worden ist und jetzt kürzlich auch abgeschlossen worden ist. Und zwar bei Patienten, die nicht nur eine SOD-Mutation hatten, also alle ALS-Patienten konnten daran teilnehmen. Und wir erwarten da wahrscheinlich Ergebnisse im nächsten Jahr, die uns sagen werden, ob dieses Arimoclomol möglicherweise einen positiven Effekt hat. Also diese Studie ist schon durchgeführt. Ein ganz anderes Medikament vom Ansatz, was momentan in der Pipeline ist, ist das Ibudilast. Das ist ein Medikament, was im Bereich des Immunsystems angreift. Und auch dieses Medikament ist eigentlich schon zugelassen. Und zwar in Japan ist es schon sehr lange auf dem Markt, zwar zur Behandlung des Asthma bronchiale. Sie sehen also ein Medikament, von dem man gut weiß, wie verträglich es ist, weil man es schon sehr lange kennt. Und man geht davon aus, dass es im Tiermodell wurde nachgewiesen, dass es auf die Mikroglia, also auf Immunzellen des Gehirns wirkt. Und ohne da im Detail darauf eingehen zu wollen, gab es da eine kleinere Studie, wo man in den USA Patienten mit diesem Medikament und Relozol und Placebo und Relozol behandelt hat. Und man hat gesehen, wenn man jetzt diese Zahlen mal sich anschaut, dass es eine Subgruppe von Patienten gab, die positiv darauf angesprochen haben. Kommen wir wieder zu dem Punkt. Also nicht alle Patienten haben darauf angesprochen, aber eine Subgruppe hat darauf angesprochen. Und allein das hat auch wiederum die FDA, also die Zulassungsbehörde in den USA, veranlasst zu sagen,
das ist gut, das ist interessant, wir haben nicht viele Möglichkeiten bei der Erkrankung. Es gibt keine Sicherheitsbedenken, Sie sollten gleich in eine große Phase-3-Studie gehen. Das ist insofern sehr überraschend, weil man eigentlich sonst sagen würde, diese Daten, die legen eine retrospektive Analyse nach und vielleicht sollte man dann noch zusätzliche Studien durchführen, bevor man eine große Studie durchführt, aber aufgrund der Schwere der Erkrankung sagt ja die Zulassungsbehörde, wir sollten hier flexibler sein und die Aussage der FDA war sogar, wenn man in dieser größeren Studie einen positiven Effekt sehen würde, dann könnte auch die Zulassung flexibler gehandhabt werden. Also Sie sehen, der Druck ist sehr, sehr groß, hier Medikamente zuzulassen, was wir ja auch bei der Zulassung des Edaravone gesehen haben. Masitinib ist ebenfalls ein Molekül, was bereits bekannt ist, also eine neue Umwidmung eines Medikamentes, was schon aus der Tiermedizin bekannt ist und dort wird es bei bestimmten Tumoren eingesetzt. Und auch da gab es Hinweise aus Tierstudien, dass Tiere mit einer ALS-ähnlichen Erkrankung besser überleben. Und dieses Medikament wirkt auf Immunzellen. Und hier gab es eine Phase-2-3-Studie, die ganz vor kurzem veröffentlicht worden ist, die gezeigt hat, dass ebenfalls bei einer Subgruppe von ALS-Patienten die Abnahme der Funktion langsamer gegangen ist als bei Patienten, die nur ein Scheinmedikament bekommen haben. Wenn man die europäische Behörde jetzt dazu hört, dann sagen die, nee, das ist uns nicht ausreichend genug. Diese Daten, die reichen uns nicht aus, um dieses Medikament zuzulassen. Wir wollen da noch etwas kritischer draufschauen und haben deshalb die Firma AB Science hier gebeten, noch weitere Studien durchzuführen. Und deshalb wird momentan auch eine Studie durchgeführt, bei der an einer noch größeren Population tatsächlich die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit dieses Medikamentes getestet wird. Und schließlich möchte ich auch ein Wort zu dem Edaravone sagen. Sie wissen alle, das ist das zweite Medikament, was nach 22 Jahren nach der Zulassung von Relozol zugelassen worden ist. Aber die EMA hat gesagt, nein, die Daten sind uns nicht gut genug. Sie sind nicht robust genug. Das sind die Daten aus der Zulassungsstudie für die USA und Japan. Das werden wir in Europa nicht zulassen. Die Firma muss neue Daten generieren und bessere Daten generieren. Und deshalb ist es so, dass die Firma momentan eine Studie bereits begonnen hat, wo sie das Edaravone in einer oralen Formulierung untersuchen möchte, in einer Open-Label-Studie, das heißt, alle Patienten wissen, was sie bekommen und wo das Ziel vor allem erst einmal die Sicherheit und Verträglichkeit dieser oralen Formulierung sein wird. Also auch hier ist mit der fehlenden Zulassung in der EU nicht das letzte Wort gesprochen. Ich möchte auch kurz noch darauf eingehen, dass es Medikamente gibt, die nicht darauf abzielen, die Erkrankung ursächlich zu behandeln, sondern auch es neue Entwicklungen in dem Bereich gibt, die Symptome zu verbessern. Das wichtigste Symptom ist ja die Muskelschwäche und es gibt Medikamente, die hier an den Muskelfasern, an den Molekülen, die in den Muskelfasern sitzen, wirken, um diese Muskelkontraktion zu verbessern und zu verstärken. Das ist wie eine Verstärkung der Muskelkraft. Und diese Medikamente, die nennen sich Troponin-Aktivatoren. Und eines dieser Medikamente ist das Reldesemtiv. Da gab es mittlerweile eine Studie, die auch jetzt durchgeführt worden ist, mit fast 500 Patienten, wo man sich angeschaut hat, primär wird die Vitalkapazität, also die Atmung dadurch verbessert. Und die Ergebnisse sind vor kurzem veröffentlicht worden, noch nicht publiziert, aber zumindest vorgestellt worden. Und man muss sagen, dass der primäre Endpunkt hier nicht erreicht worden ist. Das heißt, es war nicht statistisch signifikant besser, aber dennoch zeigt sich hier ein deutlicher Trend, dass die Atmung möglicherweise besser geworden ist. Und auch wenn man sich die andere Subgruppe, die nicht zum primären Endpunkt gehörte, nämlich die ALS-FRSR, dann sieht man hier, dass diese Patienten besser abgeschnitten haben und etwas, was ich aus dieser Studie ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass hier eine Sprach-App eingesetzt worden ist, wo Patienten eben nicht nur die Atmung kontrollieren konnten, sondern hier auch ihre Sprache und Sprachdeutlichkeit selber aufgezeichnet haben und diese App dann gezeigt hat, konnten die Patienten wirklich besser sprechen, ja oder nein. Also ein neuer, innovativer Endpunkt bei dieser Studie.
Und damit komme ich ganz zum Schluss auch zu dem Ansatz, den wir bei uns verfolgen. Das ist die Beeinflussung der sogenannten Rokinase, des ROX. Das ist ein Enzym, was wir alle in unseren Zellen haben. Und besonders interessant ist das ROX2, weil es sich vorwiegend im Gehirn und im Nervensystem nachweisen lässt. Und wir und andere Kollegen konnten zeigen, dass es zum Beispiel beim Parkinson-Patienten, aber auch bei ALS-Patienten erhöht vorliegt. Und wir haben uns ganz, ganz vor vielen Jahren damit angefangen zu beschäftigen, also schon vor über 10 Jahren, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir das Auswachsen von Nervenzellen, die geschädigt sind, durch ein Molekül verbessern, und haben gesehen, dass wenn wir dieses ROC inhibieren, also die Funktion reduzieren, dass die Nervenzellen besser auswachsen. Und dann konnten wir aber auch sehen, und das Ganze haben wir hier an Zellen in der Retina, also in der Netzhaut, nachgewiesen, dass diese Zellen auch besser überleben. Und das führte dann zu längeren Diskussionen bei uns im Labor, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn das so in der Netzhaut funktioniert, könnten wir das vielleicht auch auf Zellen übertragen, die bei anderen Erkrankungen untergehen, bei Motoneuronen zum Beispiel. Und René Günther, der jetzt in Dresden ist, und Lars Tönkes, der jetzt in Bochum ist, die haben zusammen hier wesentlich dazu beigetragen, zu charakterisieren, dass wenn wir diese Substanz im Trinkwasser Mäusen verabreichen, dass diese Mäuse erstens länger überleben, aber auch funktionell besser sind. Wir haben auch zeigen können, dass diese Substanz auf viele verschiedene Zellen wirkt, also nicht nur auf die Motoneurone, sondern eben auch auf die Fortsätze, aber auch zum Beispiel auf diese Immunzellen, die im Nervensystem vorhanden sind. Und eine Arbeitsgruppe, die völlig unabhängig von uns an diesem Thema gearbeitet hat, in Japan, konnte diese Ergebnisse relativ zeitgleich reproduzieren. Und man muss auch dazu sagen, dass wir und aber auch andere Arbeitsgruppen Ergebnisse gefunden haben, dass diese Substanz auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen wirksam sein könnte, beispielsweise beim Parkinson oder hier andere Gruppen, die haben auch eine Wirksamkeit bei der spinalen Muskelatrophie, bei Modellen der Alzheimer-Erkrankung und anderen degenerativen Erkrankungen gesehen. Und das hat uns dazu bewegt zu sagen, Mensch, könnten wir das nicht vielleicht auch in eine klinische Studie überführen, weil wir Glück hatten, wir haben mit einem Medikament gearbeitet, was auch hier in diesem Fall aus Japan kommt und dort seit vielen Jahren zugelassen ist, das Eryl. Und das ist ein ROC-Inhibitor, das ist der erste Kinase-Inhibitor, der schon Anfang der 90er in Japan zugelassen worden ist. Und der Vorteil einer solchen Substanz ist, dass wir wissen, wie gut sie von Patienten vertragen wird. Das heißt, sie wird schon seit über 20 Jahren eingesetzt. Wir wissen, dass sie ziemlich gut vertragen wird. Und wir wissen auch, dass es dazu eine ganze Reihe von Veröffentlichungen gibt, auch bei anderen Erkrankungen, hauptsächlich im kardiovaskulären Bereich, wo wir wissen, dass es da ein gutes Sicherheitsprofil gibt. Und dazu haben wir eine Studie gestartet mit vielen verschiedenen Unterstützern. Das ist eine EU-geförderte Studie, die in 3 Ländern läuft, in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich. Und wir haben auch ein Zentrum in Polen, was aber keine Patienten behandelt. Und das ist jetzt hier natürlich ein bisschen verrutscht. Aber um zu sagen, was hier auf dem Slide steht, das ist eine Studie, die 3 Arme hat. Also wir wollen hier tatsächlich wissenschaftlich auch den Nachweis geben, dass das eine wirksame Behandlung ist. Und deshalb ist es unabdingbar, dass wir auch Patienten mit einem Scheinmedikament behandeln. Und wir geben den Patienten 2 verschiedene Dosierungen, um zu schauen, ob die Patienten diese Substanz gut vertragen und ob sie sicher ist. Insgesamt wollen wir 120 Patienten einschließen. Und wir haben mittlerweile 44 von diesen 120 Patienten eingeschlossen. Und hier sehen Sie, dass es eine ganze Reihe von Zentren auch in Deutschland gibt. Und eine ganze Reihe von Zentren haben hier auch schon viele Patienten eingeschlossen. Ich bin sehr, sehr froh, dass auch das Zentrum in Bonn in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich Patienten einschließen möchte. Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, denn so eine Studie, die lebt nur davon, dass tatsächlich auch die Kollegen vor Ort mitmachen. Wir sind losgelaufen, wenn wir gerade schon vom Lauf gesprochen haben, im Februar 2019 mit dem ersten Patient. Und dann mussten wir feststellen, dass wir sehr, sehr, sehr viele Hürden hatten und die wir überspringen mussten. So ist es zum Beispiel so, obwohl wir eine EU-weite Gesetzgebung haben, dass die Behörden in Frankreich gesagt haben, nee, also auch wenn die Behörden in Deutschland gesagt haben, sie dürfen diese Studie so durchführen und selbst die Behörden in der Schweiz gesagt haben, sie dürfen die Studie so durchführen, die gehören ja gar nicht zur EU, dann dürfen sie sie in Frankreich nicht so durchführen. Wir müssten also Änderungen vornehmen, haben wir jetzt aber geschafft und wir hoffen, dass wir jetzt bald auch Patienten in Frankreich einschließen dürfen und wir hoffen, dass wir Ende dieses Jahres alle Patienten rekrutiert haben dafür.
Ganz zum Schluss möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, unter anderem auch bei Herrn Schmidt, der auch unsere Ambulanz hier sehr gut bedacht hat. Es ist nämlich so, dass diese Patienten, die zu dieser Studie kommen, eine intravenöse Injektion bekommen, dieser Substanz. Und die müssen sie über 4 Wochen bekommen, 2-mal am Tag. Und dann können Sie sich vorstellen, was für ein logistischer Aufwand das für Patienten bedeutet, in das Studienzentrum zu kommen, dort diese Infusion zu bekommen, dann wieder nach Hause zu fahren. Und diese Kosten, an diese Kosten denkt leider ein Fördermittelgeber nicht. Also die Drittmittelgeber, die uns Geld für diese Studie geben, und es ist schon ein sehr großer Betrag, also es sind fast über 1,5 Millionen, die wir zur Verfügung haben, die reichen nicht aus, um den Patienten das zu erstatten, was sie an Aufenthalts- und Transportkosten haben. Deshalb haben wir eine große Spendenaktion gestartet und haben hier von verschiedenen Spendern, aber eben kürzlich auch von Herrn Schmidt, eine großzügige Spende bekommen, um überhaupt den Patienten den Transport und auch den Aufenthalt vor Ort zu ermöglichen. Manche Patienten, die sagen, die mieten sich einfach ein Zimmer in der Nähe des Studienzentrums und wohnen da für einen Monat, weil es anders gar nicht möglich ist. Dafür müssen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Genau. Zusammenfassend, um in der Zeit zu bleiben, möchte ich Ihnen gezeigt haben, dass es sehr viele neue Therapien gibt, die in der Entwicklung sind. Und das macht uns großen Mut und große Hoffnung. Es gibt gänzlich neue Moleküle, die wir vorher gar nicht hatten, die vor allem bei familiären ALS-Formen getestet werden. Und es gibt auch bereits zugelassene Substanzen, von denen ich Ihnen einige heute gezeigt habe, die auch für viele ALS-Patienten verfügbar sein werden. Vor allem bei den genetischen Formen sind die mutierten Eiweiße natürlich der Angriffspunkt, der uns vor allem interessiert. Und eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, obwohl man die ALS nicht unbedingt als eine immunologische Erkrankung versteht, sind sehr viele dieser Moleküle, die wir heute gesehen haben, ausgerichtet auf die Beeinflussung des Immunsystems. Das wird sicherlich ein interessantes, wichtiges Ziel sein, und ich wage mal eine vorsichtige Prognose, dass wir in Zukunft ähnlich behandeln werden bei der ALS, wie wir es hier bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen heute schon tun. Wir werden nicht ein Medikament haben und auch nicht nur konsekutive Medikamente, sondern wir werden wahrscheinlich einen Cocktail an verschiedenen Medikamenten haben, an Kombinationstherapien, und wir werden besser in der Lage sein, molekular zu sagen, diese Patienten sollten diese Substanz bekommen und diese Patienten sollten eine andere Substanz bekommen, damit sie gezielt davon profitieren. Und damit möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die daran teilgenommen haben und mitgewirkt haben, und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Ganz großartiger und wichtiger Vortrag. Ich bin gespannt auf Fragen aus dem Publikum. Da ist noch eine Frage. Ja, guten Tag. Ich bin Betroffener, das hören Sie an meiner Artikulation. Und bei mir wird eine Therapie durchgeführt mit Riluzol und Edaravone. Aber Edaravone wird von der Krankenkasse nicht bezahlt, also im Rahmen eines Forschungsvorhabens. Sie hatten eben erwähnt, dass Edaravone in Japan zugelassen ist und in den USA durch die FDA. Und ich frage mich, wenn bereits in 2 Ländern durch Prüfbehörden dieses Medikament zugelassen ist, dann verstehe ich nicht, warum es hier nicht möglich ist. Ich habe versucht, im Internet herauszufinden, und das, was ich dort gefunden habe, das ist beängstigend gewesen. Das heißt, der einzige Grund war, oder vielleicht war das auch nicht vollständig dargestellt, aber war ein rein, wie soll ich sagen, nicht medizinischer Grund. Man hat die Testdauer in Japan
auf 6 Monate gewählt und hat da bereits statistisch signifikante positive Ergebnisse erzielt. Und die europäische oder die deutsche Zulassungsbehörde hat gesagt, 6 Monate ist zu wenig, bei uns müssen es 12 Monate sein. Das finde ich, wie gesagt, ich erspare mir das richtige Wort dafür, hier in den Raum zu schmeißen. Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Es geht ja in einen ähnlichen Bereich, über den wir jetzt gerade auch in der Diskussion diskutiert haben. Die Behörden haben keine weltweite Maßgabe, wie die Wirksamkeit von Medikamenten zu bestätigen ist. Das heißt, jede Behörde hat ein wenig unterschiedliche Kriterien, so wie die FDA gesagt hat, diese Daten reichen uns schon aus. Genau die gleichen Daten lagen auch der europäischen Behörde vor und die hat gesagt, nein, diese Daten reichen nicht aus. Das heißt, es gibt einen gewissen Interpretationsspielraum. Und ich denke, wenn man sich die Daten zu Edaravone anschaut, dann ist es tatsächlich alles andere als eindeutig, um aus diesen Daten zu sagen, das ist ein wirksames Medikament. Und die Tatsache, es dann zuzulassen, auch wenn der Druck natürlich sehr hoch ist, ein neues Medikament zuzulassen, besteht trotzdem darin, ein Medikament zuzulassen, was wirksam ist. Und ich kann natürlich die Verzweiflung eines jeden einzelnen Patienten nachvollziehen. Aber ich kann auch verstehen, dass Behörden sagen, wir müssen robuste Daten haben und können nicht sagen, wir lassen einfach 30 Medikamente zu, die in Subgruppen von Patienten vielleicht eine kleine Verbesserung gebracht haben, aber eben doch, wenn man die Statistik ganz genau sich anschaut, keine Wirksamkeit zeigen. Und das Edaravone, die Zulassungsdaten zum Edaravone, haben zum Beispiel keinerlei Wirksamkeit auf das Überleben gezeigt, was von den allermeisten Zulassungsbehörden als einen ganz wichtigen Endpunkt bei der ALS angesehen wird. Und natürlich kann man sich darüber streiten. Ich denke auch, die Diskussion heute war sehr wichtig, um zu sagen, Patient-Reported Outcomes, was sagen denn die Patienten selber? Und da ist Überleben nicht der einzige wichtige Endpunkt. Den sollte man berücksichtigen, aber alle diese Sachen gehen tatsächlich in die Diskussion mit ein und ich denke auch die Zulassung vom Edaravone in den USA zeigt ganz deutlich, dass die Behörden da durchaus zunehmend flexibler werden, auch beim Ibudilast, auch die Empfehlung der FDA oder die Aussage, dass da auch schon bestimmte Daten ausreichend werden würden, um hier eine Zulassung zu beschleunigen, deutet darauf hin, dass man absolut versteht, wie wichtig es ist, bei dieser Erkrankung neue Medikamente zuzulassen. Genau, vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Vielleicht Herr Breuch noch mal was dazu sagen. Genau. Gerade weil ich ja auch jetzt als Chef der deutschen Zulassungsbehörde hier bin und auch im Aufsichtsrat der europäischen Zulassungsbehörde aktiv bin. Also wir haben uns damit sehr intensiv auseinandergesetzt und ein Grundprinzip ist, bei chronischen Erkrankungen wie der ALS eben auch Langzeitdaten zu haben. Da haben wir bestimmte Guideline-Dokumente, wo das festgelegt ist, wir brauchen Einjahresdaten, dann auch bevor wir die Zulassung dann noch aussprechen. Die Zulassungsdaten, wie Sie das gesagt haben, sehen auch nicht so eindeutig aus, dass wir jetzt so überzeugt gewesen wären, das ist in Japan nach einem halben Jahr mit so großen Effekten, das lassen wir auf jeden Fall zu. Und ich kann Ihnen auch versichern, in den USA schlägt das Pendel sogar schon ein bisschen zurück, von wegen die FDA ist zu unkritisch, wenn sich nämlich bestimmte Ergebnisse nicht bestätigen lassen, holen wir dann die Arzneimittel wieder aus dem Markt. Das ist sehr komplex. Aber der große Vorteil ist auch, dass wir in den letzten Jahren uns zum Beispiel mit den US-Kollegen da sehr eng austauschen und eben genau diese Situationen auch zu vermeiden suchen, weil das eben immer schwer zu erklären ist. Und wir haben Arzneimittel, die wir in Europa zugelassen haben, wo die USA dann gesagt hat, machen wir nicht und umgekehrt. Und das führt bei Patienten immer zu Verzweiflung. Sind wir weniger wert oder warum ist das da möglich und bei uns nicht? Also da sind wir wirklich bemüht, da auch am Zahn der Zeit zu sein und gerade auch die patientenrelevanten Endpunkte, die neuen Endpunkte, die da auch in der Entwicklung sind, da versuchen wir sehr eng dann eben auch mit den Fachgesellschaften, mit den Patienten jetzt zu erarbeiten, dass wir dann auch empfindlichere
Messpunkte bekommen, die uns dann auch helfen, unsere Zulassungsentscheidung da auch besser rational abbilden zu können. Vielen Dank für das sehr wichtige Einwand. Genau. Noch. Ja, danke. Ich habe weitere Recherche gefunden, dass der Wirkstoff im Edavarone von einer niederländischen Firma jetzt in Form von Tabletten hergestellt werden wird. Wundere ich mich schon wieder, wenn der Wirkstoff doch keine Wirkung zeigt, wieso gibt es eine niederländische Firma, die doch daran weiterarbeitet? Ich will das jetzt gar nicht so sehr für das Edaravone vertiefen, aber ich glaube, das, was auch Herr Professor Broich schon gesagt hat, es ist nicht so, dass Edaravone keine Wirkung hat, aber man muss sie ordnungsgemäß nachweisen. Und das sieht man ja auch, dass es Entwicklungsprogramme gibt, die tatsächlich dann sich andere Endpunkte und längere Untersuchungsdauern anschauen werden. Es ist nicht so, dass diese Studie nachgewiesen hat, dass es keine Wirkung hat. Aber die Daten, die vorgelegt worden sind, sind nicht robust genug gewesen. Das ist kein Ausschluss, dass es keine Wirkung hat. Und deshalb gibt es natürlich auch Firmen, die sagen, ja, da werden wir daran weiterarbeiten. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt das erste Mal hier und ich bin ein bisschen schockiert darüber, wie viele Probleme, Problemchen, Schwierigkeiten immer formuliert werden, was jetzt die Zulassung angeht, was die entsprechende Signifikanz von Studien angeht und so weiter und wie oft ich allein hier das Wort Behörde und Zeit gehört habe, finde ich schon seltsam, denn Zeit ist das, was viele nicht haben und eine Behörde ist genau das, was sie darf, was sie kann. Und das wird am Ende von der Politik vorgegeben. Und es gibt neben all diesen Dingen ein Tätigkeitsfeld für alle anderen, die hier sind, vielleicht auch für die Betroffenen, dass man solche Reglements auch ändern kann. Und das ist eine politische Aktion. Und das sind Tätigkeiten in der Öffentlichkeit, die vielleicht neben dem rein wissenschaftlichen und medizinischen hier auch mal irgendwann ein Punkt sein könnten. Also vielleicht um eine Lanze hier auch für die Behörden durchaus zu brechen. Es ist so, ich glaube, die Entwicklung von Medikamenten ist gar nicht so sehr verzögert von der Bearbeitungszeit von Behörden. Wenn wir einen Antrag stellen bei Behörden auf die Zulassung einer klinischen Studie, dann haben Behörden ein ganz enges, ganz scharfes Zeitfenster, wo sie innerhalb einer bestimmten Zeit uns antworten müssen und sagen müssen, ihr dürft es machen oder ihr müsst etwas ändern. Dieses Zeitfenster ist im Verlauf der gesamten Studiendauer absolut verschwindend. Das ist nicht das, was uns aufhält. Das, was für uns wirklich schwierig ist, ist tatsächlich Mittel aufzutreiben, um solche Studien durchzuführen. Es ist schwierig vor allem deswegen, weil so wie wir es jetzt gerade bei dieser Studie sehen, die wir durchführen, diese Mittel gebraucht werden, um an den Zentren Ärzte dafür freizustellen, damit die diese Patienten behandeln, weil das aufwendig ist. Wenn wir mehr Mittel hätten, um mehr Ärzte freizustellen, um noch besser diese Patienten zu behandeln, dann könnten wir so eine Studie vielleicht auch schneller rekrutieren. Zum Beispiel bei unserer Studie kann ich es Ihnen aus ganz eigener Erfahrung sagen, wir könnten eigentlich schon fertig sein. Aber viele Zentren haben nicht das notwendige Personal, um so eine aufwendige Studie, die gar nicht durch die normale Krankenversorgung abgebildet ist, abzubilden. Das heißt, die können gar nicht so viele Patienten einschließen, nicht deswegen, weil es nicht genügend Patienten gibt, sondern weil einfach die Kapazitäten der Ambulanzen es nicht gewährleisten. Es ist aufwendig, einen Patienten intravenös mehrmals am Tag zu behandeln. Und deshalb sind wir momentan dabei, immer mehr Patienten hier einzusammeln, aber es ist eigentlich nicht so sehr der Punkt, dass hier uns die Behörden mit langen Bearbeitungszeiten inhibieren. Klar, wenn wir statt 90 Tagen 45 Tage hätten, wo die Behörde antworten müsste, wären wir 45 Tage früher fertig, aber wenn man sich die Dauer einer solchen Studie insgesamt anschaut, dann ist das vernachlässigbar.